jetzt nur noch alles hierher bringen. Okay, das ist ja einfach. Ja, vergleichsweise. Und ich habe extra noch meine Bombe mitgebracht jetzt, dann brauchen wir die ja gar nicht. Ja, kannst du ja oben hinlegen. Also hier oben lege ich sie mal hin. Ablegen habe ich schon geübt, das kann ich. Ja. So. Dann kannst du auch im Sprung fallen lassen. Genau, das kann ich auch. Aber der Sprung muss halt weit genug gehen. So, also hier sind die Füße, da müssen wir quasi alles hinbringen. So. Problem ist jetzt nur. Mach mal einen Bausatz jetzt. Sag mal, bist du doof? Ich komme hier nicht raus. Tja, wo ist jetzt der Bausatz, den ich vorhin freigegraben habe? Den habe ich, da unten liegt er noch. In dem habe ich ja nicht freigegraben. Ablegen ist super, sowas wusste ich damals nicht. Ja, das ging mir tatsächlich auch so. Also mir war das auch nicht bewusst, dass man Dinge ablegen kann. Ich habe die auch immer weggeworfen. Deswegen habe ich Bomben auch immer ins Haus gebracht. Ja, das ist praktisch so, wenn man irgendwo lang buddelt und dann nicht immer zurücklaufen muss und die Bombe einfach mal kurz ablegt. So, ich habe da hinten Metall habe ich hingeschmissen, da hinten. So. So. Jetzt ist die Frage, von wo aus baut man am sinnvollsten einen Fahrstuhl? Hier ins Feuer, wo wenig Stein ist. Ja, wenig alles am besten. Ja. Also mitten auf dem Gold ist jetzt doof, ne? Aber das ist. Nee, erstmal Lehm drunter bauen. Stimmt, das wollte ich gerade sagen. Mir hat jetzt jemand geschrieben, wenn man zum Beispiel Gold sprengt, soll man auch vorher Sand draufwerfen oder man soll es nicht freigraben, damit nicht ein einzelner Pixel übrig bleibt. Also willst du jetzt hier Lehm unter das Gold bauen, ja? Und dann willst du versuchen, durchs Gold durchzusprengen. Stimmt, genau. Oben links steht jetzt in der Tiefe Safe Game Fix. Das stimmt. Okay, das hat uns auf jeden Fall schon mal doll geholfen, muss ich sagen. Wo ist jetzt die Bomben her? Hier ist noch ein Terraflint. Soll ich es mal freigraben? Ey, komm. Wir schmeißen einfach jetzt noch einen Terraflint da rein. Ja, das kann ich. No. Nein. Ja, mal ein kleines bisschen Feuer habe ich freigelegt. Ich darf nur nicht drin schwimmen. Das ist ja, es können ja auch Leute, es gibt ja Leute, die können das auch. Die können einfach über glühende Kohlen laufen. Guck mal, ich habe hier einen Terraflint. Wo soll ich den hinschmeißen? Gib ihn mir. Wirklich jetzt? Bist du sicher? Genau. Legen wir erstmal nochmal dahin. Und dann bauen wir erst den Fahrstuhl, dass wir wieder hoch. Entschuldigung, dass wir wieder hoch können. So. Ja, ich glaube, mir wird hier nicht vertraut, wenn ich einen Terraflint in der Hand habe. Alter, dafür muss man erstmal einen Terraflint-Führerschein machen. Was liegt denn eigentlich hier rum? Toter Vogel ist. Ein toter Vogel, verbrannt wahrscheinlich. Wieso das denn? Kann ich nicht nachvollziehen. Ja, Bomben-MP, ich verstehe das auch nicht. Wozu man für Terraflip den Führerschein brauchen soll, das schließt sich mir auch nicht. So, ich gehe jetzt mal schön langsam in der Kohle vor. In der Lava. Ja. Warte, ist kein Problem. Ich bin dran. Ich darf nur nicht schwimmen. Ich habe eine Bombe. Oh, ich habe Gold ins Feuer geschmissen. Wir müssen aber nicht alles Gold abbauen. Das war nicht Sinn der Runde hier, ne? Nee. Gut. Guck mal hier, ich habe eine Kohle. Ich habe eine Bombe. Da können wir noch den Steinzipfel wegsprengen da. So. Der fällt eh gleich wieder hoch. Ja. Oder ich halte ihn oben. Kann ich hier drüber schmeißen? Warte mal. Ich versuch's, ja. Ja, so. Ja, ich das. So. Ja.
Haben wir schon mal den ersten Fahrstuhl. Na gut, in die Asche kannst du ja noch rein und dann müssen wir nur noch ein bisschen... Ja, wir machen lieber einen zweiten. Ach, was war denn das? Ah, okay, du willst jetzt quasi hier den nächsten Fahrstuhl hinbauen, ja? Na, dann machen wir es uns einfach. Dann hole ich mal Lehm und mach erstmal zu dem Fahrstuhlkorb. Dann baue ich hier eine Brücke hin. Dann machen wir das mal so. Der ist so doof, der Fahrstuhlkorb. Ey, komm. Ja, besser wäre eine Brücke, dass es nicht nach rechts runter abfällt alles. So eine Art Stopper. Ja, genau. Ich fahre jetzt mit dem Fahrstuhl hier hoch. So, jetzt machen wir erstmal Spezialtaste. Wo ist die gleich nochmal bei mir? Das ist sie nicht. Wo ist meine Spezialtaste? Hier? Wo ist meine Spezialtaste, Mann? Hä? Ich komme nicht klar. Hier, Dauerbetrieb an. So. Jetzt kann er nämlich, fährt er nämlich hoch runter und dann habe ich nämlich meine Ruhe. Jetzt zack, so. Ich habe denselben Bartstil wie Kitschi. Meine Frau schimpft immer über meinen Bartstil. Die sagt immer Schenkelbürste. Wieso fährt denn der nicht hoch, der Fahrstuhl? Fahrstuhl. Geh mal ein Stück weg, dass er nicht glaubt, dass er... Vielleicht hast du jetzt gerade den Dauerbetrieb ausgeschalten. Ja, habe ich auch tatsächlich. Ich dachte, der fährt jetzt. Okay, war richtig. Ich habe... Ja, genau, ich habe ihn ausgeschaltet. Der war schon an, der Dauerbetrieb, das stimmt. Und ich dachte, der kommt nur zu mir gefahren, weil ich unten drunter stehe. Komm, jetzt zieh ab hier. Boah. Das meinst du doch jetzt nicht ernst. Zum Glück haben wir 800 Lehmbatzen hier rumliegen. Jetzt, ah. Bin ich schneller als der Fahrstuhl. Ey, jetzt nicht festgraben hier. Ne. Dieser dumme Fahrstuhl kann ja auch sein, dass er einfach festhängt dann, ne? Im Lehm. Sogar noch ein schräges daneben und dann passt das. Flüssiges Granit da oben. So. Jetzt kann ja schon mal nichts runterfallen. Okay, das haben wir geklärt. Jetzt gehen wir hier. Wo seid ihr denn am nächsten? Da müssten wir ja hier schon hinbauen, oder? Den nächsten Fahrstuhl. Ja, da, wo dieses Eckchen ist. Besten. Wir müssen ja auch noch die restlichen Statueteile finden. Also wir haben beide Arme und beide Kopfteile. Das ist richtig. Da war noch ein Waggon. Die Körperteile haben wir noch nicht. Lol. Das ist auch so eine Map, die eigentlich 6-8 Stunden dauert, wa? Ja, kann mal länger dauern. Und wir haben auch nichts zum Verkaufen. Ja, alles, was man machen müssen, ist auf der Karte. Mehr können wir nicht herbringen. Ja, wir können also auch keine... Du kannst doch, wenn du das Safe-Game nochmal fixen würdest, kannst du ja noch ein paar Bausätze reinbauen, oder? Ja, paar Baupläne. Ja, wir kriegen, also wenn wir die ersten Teile abliefern bei der Statue, kriegen wir sogar Baupläne dazu. Ach so, okay. Ja, ist aber eigentlich so. Für gewöhnlich, also die Teile sind zufällig verteilt. Das heißt, das erste Teil kann an der schwierigsten Stelle sein und dann hat man die anderen Teile natürlich schon länger da. Ach so, stimmt. Bein haben wir jetzt, ne? Haben wir ein Bein unten? Ne, wir haben Arme, Kopf haben. Was hast du gesagt? Also wir haben den kompletten Kopf und die beiden Arme. Wir haben, glaube ich, keins von den Beinteilen. Ah, okay. Aber ich weiß, wo eins ist. Da müssen wir uns noch hinbuddeln. Und das letzte weiß ich nicht, wo es ist. Okay, ich komme jetzt da... Ne, da brauchen wir ja keinen. Da brauchen wir keinen mit Lehm nichts machen. Jetzt brauchen wir Bomben. Ah, ich sehe schon. Sprengmeister. Da
wird schon losgesprengt. Hier ist auch noch eine Bombe. Holst du die? Dann nehme ich die andere hier. Mal Gold, ey. Ich werde morgen offiziell alt. Ne, catchy? Wird catchy schon 30. Alter, einfach mal so. Wie hast du denn jetzt beim nach rechts springen gerade runtergeschossen? Ja, einfach wie ablegen in der Luft. Aber ich dachte, dann schießt der immer in die Richtung, in die man springt. Ne, du darfst halt nicht links oder rechts drücken. Okay. Ah, okay. So, hier können wir noch. Ja, da ist so. Ja. Ein satter Pixel ist da noch. Hä? Hast du die jetzt in der Tasche schon gezündet? Ja. Wie hast du das gemacht? Ja, mit Doppelgraben oder aktivieren halt. So, soll ich mal mich hier durchgraben? Mal gucken, wie weit ich komme. Ja, es wird so lassen. Oder. Ja, da ist so Asche links. Das ist ein bisschen. Ja, das Problem ist nämlich genau, im schlimmsten Fall fällt uns die Lava dann da rein. Wir können aber ja die Teile hoch tun nach links und dann wieder mit dem Fahrstuhl hinfahren. Der muss ja nicht da stehen bleiben. Das stimmt. Du kannst halt hier was hinlegen. Dann mache ich hier einen. Dann ist er halt erst einmal. Genau, einfach, dass man da nicht reinfällt oder so. Okay, ich baue dann den Punkt hin. Oder Erde hin. Ach stimmt, ihr seid immer mit Erde natürlich viel schneller als ich mit Lehm. Ich bin das noch nicht gewohnt, eine Erde zu benutzen. Das ist, widerstrebt mir immer so ein bisschen. Dabei ist das so logisch. Es gibt noch einen guten Trick, wenn du halt schon mal ein bisschen Erde ausgegraben hast oder Sand. Und dann machst du dieses Klumpen ausgraben irgendwo, egal ob da Erde ist oder nicht. Und dann kannst du da einfach einen hinteleportieren. Hinteleportieren? Ja, also die Klonks haben quasi noch Erde an der Schaufel kleben. Und wenn du genügend gebuddelt hast, dann kannst du auch einfach so buddeln, ohne dass der Erde ist und trotzdem Erde kriegen. Aha. Das ist ja fast Bug-Using, oder? Quasi, aber wenn wir das rausmachen würden, dann würden viele Dinge nicht mehr funktionieren, die wir in der Zwischenzeit gebastelt haben, die das genau diesen Trick brauchen. Okay. Das verstehe ich. Okay, hier muss er dann hier unten stehen bleiben, das geht. So, und jetzt müsste man hier. So, Dreck ist da. Ich habe noch ein bisschen Lehm dazu geschmissen. So, und jetzt ist das hier. Da kommen wir da hoch. Und jetzt müsste man. Wo baut man jetzt den nächsten Fahrstuhl? Hier. Ja, das wäre jetzt schwieriger, glaube ich. Ja, die Frage ist, ob wir mit dem anderen Fahrstuhl bis unten durchkommen. Aber da ist ja. Das ist keine Kohle da unten, ne? Das ist irgendwie. Man könnte versuchen, wenn wir jetzt die Asche mit Lehm abgrenzen, dann können wir uns runterbuddeln mit dem Fahrstuhl bis in die Lava rein. Ich glaube, an der Stelle würde ich alle Statuenteile erst rechts reinschieben, da in diese Mulde, und dann eine Lehmbrücke schräg hochbauen und dann sie links hochfahren. Das ist eine Idee. Ja, das stimmt. Hier einfach rein damit. Dafür müssen wir erstmal alle zusammen haben, damit wir das nicht mehrfach machen müssen und jedes Mal den Lehm wieder aufmachen müssen. Okay, das stimmt. Catchy, viel Spaß beim Grillen heute. Auf jeden Fall. Okay, also wir brauchen auf jeden Fall dann auch eine gewisse Menge an Lehm da an der Stelle. Dann würde ich einfach mal sagen, dann bringe ich erstmal den Scheiß hier weg, da stört ja bloß. Und ihr habt ja auch, der Catchy hat mir ja mal geschickt, ihr habt ja auch noch andere Musikdateien, nicht, die man einfügen kann. Ja, also es in der Windows Registry. Ne, warte, muss man das in der Registry machen? Man muss einen extra Ordner machen, ne? Ja, er hatte mir eine Datei geschickt, glaube ich. Die braucht man, glaube ich, irgendwie nur einfügen, ne? Ja, also man kann auf jeden Fall den Pfad ändern, aus dem. Oder ja, man kann überschreiben, welche Musik geladen wird.
Und dann kann man sagen, ich möchte einen komplett eigenen Musikordner haben. Und die Stücke müssten dann MIDI oder Ogg Vorbis sein. Und dann können sie abgelesen werden. Also alles, was du Musik hast, was dieses Format hast, kannst du abspielen lassen vom Cloud. Okay. Und habt ihr da so eine richtig coole Playlist? Gibt's da was, wo er sagt, hey, das passt doch gut zum Spiel? Mir wäre keine bekannt. Ich höre tatsächlich die reguläre Klonk-Gedudel-Musik ganz gerne. Ja, genau, die von Klonk Endeavor. Gibt's noch ein paar extra Tracks, die waren noch ganz nice. Aber die sind dann, glaube ich, irgendwie kaputt gegangen. Oder vielleicht gehen sie jetzt wieder. Okay. Stimmt, es gab mal mehr. Oder man kann halt sagen, ich möchte das Retro-Feeling und ich hole mir die gleichen Stücke nochmal aus Klonk Planet. Dann sind sie aber MIDI-Files. Okay. Und es gibt halt auch viele Szenarien, die ihre eigene Musik laden. Gerade die Sachen, die Spieler später als Mods gemacht haben. Da sind halt viele Sachen dabei, wo sich Leute Mühe gemacht haben, die richtige Musik rauszusuchen und einzufügen. Also bei den Western-Levels zum Beispiel habe ich festgestellt, da ist ja auch eine eigene Musik. Aber die ist im Verhältnis sehr leise. Im Vergleich zu der anderen. Ja, die Western-Musik gefällt mir auch ganz gut. Also es passt sehr zum Western-Siedeln, finde ich. Ja, also Western ohne die Musik ist einfach nicht so geil. Ja, ich musste halt nur die Musik dann deutlich lauter machen von Klonk, damit ich die höre. Und wenn ich jetzt die normale Musik wieder höre, stelle ich fest, die ist natürlich dann deutlich lauter gleich. Na, und im Spiel selbst kann man die Lautstärke der Musik gar nicht regeln. Das könnte, ich schreibe mir das mal auf den Zettel und dann schreiben wir das, ja, auf den Zettel der Dinge, die für Legacy Klonk mal gefixt werden können, die Western-Musik ein bisschen lauter. Ja, also entweder die Musik direkt ein bisschen lauter auf den Level wie auch die andere oder eben die Möglichkeit in-game die Musik einfach zu regeln. Ja, das wäre natürlich noch besser. Nicht, wir haben ja im Game kann ich ja Musik an- oder ausschalten, das geht ja. Aber wenn ich einfach feststelle, Mensch, hier bei den Tracks ist es doch sehr, sehr anders, dann wäre ja einfach den Schieberegler aus dem Hauptmenü da einzubauen eine coole Geschichte. Ja. Weil ich glaube, die kann man nicht reinschieben. Die Kopfteile? Ja, hilf mal. Ist zu schwer. Warte, ich komme auch mal mit, oder? Vielleicht zu dritt. Wir brauchen nicht den ganzen Waggon, wir können einfach die Stacheln-Teile nehmen, oder? So, Achtung, ich komme mal runter. Wo seid ihr? Ihr habt ja hier. Ah. Ob der festhängt, der Wagen? Vielleicht hängt der hier oben, weil da die Kohle noch da ist. Vielleicht deswegen. Ja, tatsächlich. Das war's, ja.